So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Steampunk. Ihr kriegt sicherlich mit, mir folgen zwei Hunde. Ich war gestern ein bisschen offscreen, Holzfarm und erkunden, und da habe ich Hunde gefunden. Die dachte ich mir, nehme ich einfach mal mit, da wir hier den Doggy Talents Mod drauf haben. So, für das andere, da hinten ist ein Waypoint. Lasst den bitte auf der Map außer Acht. Das ist nur ein Erinnerungspunkt, dass dort ein NPC drauf entsteht. Ja, und heute sind neue Leute dazugekommen auf dem Server. Wir schauen einfach mal, was das RP so ergibt mit denen. Keiner da. Das ist aber seltsam. Ist das da hinten der Herr Tobias? Was haben die denn da auf? Ja, die habe ich gefunden in einer Kiste unter einem Baum. Okay. Sieht seltsam aus. Ich finde die cool. Macht die irgendwas Besonderes? Nö. Aber ich wollte zu Ihnen, Herrn Tobias. Ich brauche ganz viele Steinäxte. Steinäxte kann ich Ihnen machen. Derzeit noch. Aber ich muss halt schauen wegen Bruchstein und so, aber das muss eigentlich klappen. Und ich bräuchte von Ihnen noch Holzbretter. Ja, Holz ist kein Problem. Ich war gestern in der späten Nacht auf Suche und habe ein bisschen was gefunden. Ich habe sie angetroffen. Ich will nämlich mal die ganzen Bäume hier loswerden, vor allem die hier. Die bringen Kirschen. Ja, die sind aber dran schuld, dass hier so viele Schmetterlinge sind. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, und die nerven. Ja. Wenn Sie die abbauen, und brauchen Sie die Kirschen noch? Die kann ich Ihnen dann gerne geben. Wäre nicht. Weil Sie kann, glaube ich, damit halt Essen leckeres machen. Ja. Denke ich. Okay, ja, wenn ich was davon abbekomme, immer. Können wir ausmachen. Was entsteht denn hier hinten? Meinen Sie das da? Ja. Das Haus von. Da sind diese zwei Magie-Typis. Zwei? Ich dachte, das ist nur einer. Soweit ich weiß, kümmern die sich beide darum, glaube ich. Und wer sind diese Magietypen? Kennen Sie den Olaf? Nein. Also sind drei neue insgesamt angekommen, oder? Oh. Drei? Drei, ne? Drei, ja. Okay. Einer ist bei mir jetzt in der Mine, also Minenarbeiterlehrling. Hm? Und zwei scheinen sie anscheinend in der Magie zu versuchen, weil die das auch, weil sich's wo sie herkommen, gemacht haben. Ich meine, das ist nur einer. Also einer auf jeden Fall von den beiden. Das ob der andere auch macht, weiß ich, bin ich mir gerade nicht sicher. Das heißt mehr Arbeit für mich, dass ich aufpassen darf, dass die Kinder Blödsinn anstellen. Sozusagen. Ja. Toll. Dass sie zum Beispiel nicht irgendwie einen von diesen Blöcken, die ich ja unten in der Höhle gefunden habe und in diesem Verlies wir beide gefunden haben, dass sie nicht nachher welche davon erschaffen und hier dann überall die Viecher rumrennen. Hallo? Das ist der Schmiedlehrling. Der Miner, mein Schmiedarbeiterlehrling bei mir. Meiner. Okay. kurze Frage. Weiß einer von Ihnen, wie man Truhen baut? Er weiß es, glaube ich. Nee. Ja, ich warum? Ich bräuchte welche. Ich weiß nicht, dann ob ich auch hier. Ach, wollen Sie eine private Kiste bei mir, oder? Nee, sonst, wir kommen nochmal auf Sie zu, kommen Sie mal. Ja, wegen den Kirschen, die kann ich Ihnen dann geben, und die Kisten bringe ich dann auch gleich mit. Okay. Ich muss nur auf die Äxte warten. Wollen Sie irgendwas für die Kisten, oder? Das entscheidet sich dann später. Wie viel brauchen Sie eigentlich? Ja, zwei, drei große Kisten, denke ich mal. Ja, das lässt sich machen. Okay. Hallo, wer sind Sie? Hm? Oh, hallo. Ich bin Benny. Und Sie? Ich bin Ike, der Mann für die Sicherheit. Ah, okay. Sie sind neu? Ja, heute irgendwo im Nichts angekommen. Und dann nach hier gelaufen. Okay.
Sie sind nicht zufällig einer von denen, der sich in diesem Steinklotz niedergelassen hat? Doch. Und nein, die Bauidee hatte nicht ich. Also einer von den Magiern. Also ja, ich habe den Herrn Melvin darauf angesprochen, ob ich bei ihm mitmachen dürfte. Okay. Naja, ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Ja, solange die Stadt dann nicht von Monstern überrannt wird, ist alles gut. Dann hat sich das erledigt mit den Kisten. Trotzdem danke. Ja, bitte, bitte. Wegen den Steinäxten? Ja, mache ich. Weil Stöcke habe ich ja noch. Und den Holzbrettern? Achso, aus was für einem Holz sollen die Bretter bestehen? Einfach auch Eiche, also dieses, woraus auch schon die Treppen. Also das hier. Nein, die Treppen. Aus dem hier. Ach, okay, ich bin gleich wieder da. Überraschung. Das war knapp. Ich wollte ihn nicht unbedingt einen Teil ihres Hauses wegsprengen. Ja, meine Hundis. Ja, ich habe extra aufgepasst, deswegen. Hey. Was ist da, was ist das denn? Kann ich kurz ihre Werkbank benutzen? Was war das denn gerade für ein Schwert? Das ist aus Stein. Aus Knochen. Aus Knochen? Das hat mir der, mein Schmiedmeister. Okay, ja, Sie können kurz mit reinkommen. Also, wegen der Werkbank. War mir gerade nicht sicher, wie viel Extra Sie noch mal wollen. Am besten so viele wie es geht, weil die ganzen Bäume müssen ja alle verschwinden. Könnten Sie mir dann noch ein paar Sticks geben? Wie viele Holzbretter brauchen Sie denn eigentlich? Ein Stapel würde reichen, denke ich. Hab ein bisschen zu viel gemacht. Ach so. Was bekommen Sie dafür? Verrechnen Sie es einfach mit den Äxten und dann sagen Sie mir, was ich Ihnen noch schulde. Ich würde sagen, 14 von den Coins und dann würden Sie insgesamt 8 Äxte bekommen. Dann wäre später. Ja, alles klar. Wenn Sie noch irgendwas brauchen, wissen Sie ja. Da melde ich mich. Guten Tag. Hallo. Hallo. Sind Sie auch neu hier? Moment. Nein, ich lebe schon ein bisschen länger hier. Achso, ja, ich bin auf jeden Fall neu hier. Hallo, ich bin Olaf. Hallo. Wie ich sehe, sind... kann ich Sie duzen, oder... Ja, Sie dürfen mich duzen. Okay, wie heißt du denn eigentlich? Wie heißt du? Mein Name ist Ike. Ah, hallo Ike. Du, kann man bei dir Holz kaufen? Ich habe ja gesehen, dass du hier so Holz abgebaut hast. Ja, das kann man machen. Wie viel kostet so ein Stack Holz so an sich? Was für Holz? Einen Moment. Haben Sie Kirschholz? Also das, was ich gerade hier abbaue. Ja. Die Kirschen, die hier runterfallen, bitte mal nicht einsammeln. Ja, dann... Ja, wie viel brauchen Sie denn davon? Ich so ein Stack. Stämme oder schon verarbeitetes Holz? Verarbeitetes Holz. Oh. Ja, ich nehme auch beides. Schönen Tag. Was willst du dafür? Ist erstmal geschenkt, weil ich muss die Bäume hier erstmal loswerden, damit die ganzen Schmetterlinge verschwinden. Ah, okay. Ich hab gegen die Schmetterlinge nicht, die sind sehr lustig. Ja, aber das nimmt überhand. Das sind eindeutig zu viele. Okay. Ja, ist sonst noch irgendwas? Nee, das war's. Danke Ihnen. Okay, hier. Bitte. Hier. Hallo, ich bin gleich wieder da kommt noch ein bisschen was. Okay.
Ich bin jetzt mit dem Abholzen der Kirschbäume fertig. Ja. Und das hier drinne kam alles dabei raus. Oh, ganz viel. Ja, 6 Kisten wollten sie hatten, also 3 große. Ja. So. Die 3 da drinne plus die 3 sind 6, zusammen 3 große. Mhm. Das macht dann, weil sie sind 5 Iron Coins. Die einfachen oder? Die einfachen. Wenn ich da bin. Nee, die einfachen. 6 Stück, okay. Hat er eigentlich 5 gesagt, aber gut, warum nicht? Liegt in der Kiste. Ich bedanke mich. Ein, ja, schönen Abend noch. Soll ich die Kirschbäume, die hier stehen, lassen oder sollen die weg? Ist mir eigentlich egal. Dann werde ich die jetzt wegmachen und die Kirschen in die Kisten legen. Okay. Gut. Ich habe ihm die restlichen Kirschen reingemacht. Okay. Ich muss was essen. Ja, geht's mir doch gleich viel besser. So, die Rucksäcke auslernen und dann werden wir uns erstmal hinlegen. Rockstar, Dancer, Taylor, Drop,